damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach ein Ballonjagd-Game erstellen kannst. Dabei handelt es sich um Ballons, die von unten nach oben fliegen und die du dann mit dem Mauszeiger, was dann später als Fallenkreuz funktioniert, klicken und sozusagen Punkte sammeln. Hab viel Spaß beim Video. Bevor wir jetzt aber direkt mit dem Skripten anfangen, müssen wir jetzt erstmal ein paar Sachen vorbereiten. Wir werden erstmal hier drei Figuren erstellen. Bei den drei Figuren handelt es sich erstmal um die Ballons, die dann hochfliegen werden, dann um einen Pause-Button, das ist dann oben rechts einfach nur der Pause-Button und noch das Fadenkreuz, damit wir dann die Ballons fangen können. Und als erstes fangen wir mit dem Pause-Button an, weil wir müssen erstmal hier das Konzept des Pause-Buttons verstehen, damit wir später weitermachen können. Und wir werden erstmal damit anfangen, das hier kurz kleiner zu setzen auf 70. Also falls Fahne angeklickt wird, wird er erstmal zum ersten Kostüm wechseln. Das ist halt der Pause-Button. Deshalb sagen wir Wechsel zu Kostüm Button 1 und zeige dich. Und wir werden jetzt eine neue Variable erstellen. Und diese Variable werden wir jetzt Pause nennen. Denn jetzt, wenn ja dieses Teil hier angeklickt wird, ist es ja so, dass etwas abgefragt werden muss. Also wenn diese Figur angeklickt wird, wird jetzt etwas abgefragt. Deshalb falls sonst. Und es ist so, es gibt ja den Unterschied, wenn der Pause-Button schon gedrückt ist und es jetzt Pause ist, oder wenn das Spiel weiterläuft. Deshalb müssen wir nochmal überprüfen, auf welcher Variable jetzt Pause ist. Pause werden wir jetzt hier als Boolean benutzen. Und am Anfang wird ja Pause auf False sein, weil das Spiel ja am Anfang weiterläuft. Und erst danach, nach dem Drücken, wird es zu True. Setze Pause auf False. Und dann sagen wir, falls Pause ist gleich False, dann soll er es auf True machen. Also falls Pause ist gleich False, hier können wir das mal duplizieren, setze Pause auf True, er soll das noch... Er soll ja noch zum anderen Kostüm wechseln, also Wechsel zu Kostüm Button 2 und hier zu Button 1. Und hier machen wir das wieder fort. Wir starten das mal und wir sehen, wenn wir hier draufklicken, dann verändert sich immer das Kostüm und hier oben sehen wir Pause False, Pause True, Pause False. Perfekt. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Ballon. Bei dem Ballon benutzen wir wieder das Klonskript, also wenn wir jetzt wieder anfangen mit wenn Fahne angeklickt wird. Ich finde den Ballon ein bisschen groß, deshalb werde ich den wahrscheinlich jetzt auf 80 setzen. Und der sollte sich ja am Anfang verstecken. Und jetzt wird wieder eine Eva-Frage gemacht. Und diesmal geht es genau um den Button. Und zwar ist es Pause ist gleich False. Denn wie gesagt, es soll ja keine weiteren Ballons produziert werden, wenn Pause ist gleich True. Also werden wir jetzt sagen, falls Pause ist gleich False, also wenn es keine Pause gibt, dann soll er Ballons produzieren. Falls hier Pause ist gleich False, werden hier Ballons gespawnt. Aber die sollen ja nicht alle direkt auf einmal kommen, deshalb werde ich immer 0,6 Sekunden warten. Das ist okay. Und was macht er nach den 0,6 Sekunden richtig? Er macht einen Klon von mir selbst. So, jetzt haben wir das hier. Aber jetzt muss ja auch mal wieder was passieren, wenn wir den Klon haben. Und der Klon soll dann einfach nach oben fliegen. Wenn er als Klon steht, soll er sich natürlich erstmal zeigen. Und er soll ja von unten nach oben fliegen, also muss sein Spawn irgendwo hier sein. Und wir wollen ja nicht immer von einer Stelle hochfliegen, also werden wir das nach einer Zufallszahl machen. Das heißt, wir sagen, gehe zu x ist gleich, und x ist ja das hier, und y die Höhe. Gehe zu x von der Zufallszahl von minus 220 bis 220. Warum nicht minus 240? Erkläre ich gleich. Und y nicht minus 180, sondern 140. Deshalb sagen wir wiederhole bis. Und jetzt kommt wieder eine neue Variable. Und die Variable ist Treffer. Wir setzen Treffer am Anfang auf 0. Weil wir treffen ja noch nicht den Ballon, wenn er ja noch gar nicht da ist. Und dann sagen wir wiederhole bis und dann kommen ja zwei Möglichkeiten in Fragen. Wie gesagt, entweder er trifft den Rand oder er wird gehittet. Und dann sagen wir entweder hier bis Rand berührt oder bis Treffer ist gleich 1 oder Treffer ist gleich True. Dann sagen wir hier
Zack und Treffer ist gleich 1. Und jetzt kommt wieder das Spiel mit der Pause. Er darf sich ja nicht mehr nach oben bewegen, wenn Pause gedrückt wird. Also wird da vorne If-Abfrage gemacht. Und zwar ist Pause gleich False, kann er nach oben steigen. Also gehen wir wieder hier auf Steuerung, False und dann hier können wir das direkt kopieren. Und dann werden wir direkt wieder eine neue Variable erstellen, denn in diesem Spiel können wir selbst die Geschwindigkeit bestimmen. Also werden wir hier eine neue Variable machen, die nennen wir Geschwindigkeit. Wir sagen ändere Y um Geschwindigkeit. Oh, wir müssen jetzt von dem Szenario ausgehen, dass der Treffer zählt, das heißt, er wurde getroffen, dann ist Treffer auf 1 und wir werden das dann wieder zurücksetzen, also setze Treffer auf 0 und lösche diesen Klon, weil ja die Situation dann auch vorbei ist. Jetzt müssen wir aber nochmal Geschwindigkeit definieren und ich würde sagen, Geschwindigkeit setzen wir mal auf 5. Also gehen wir hier auf Variable und dann setze Geschwindigkeit auf 5. Mir ist gerade aufgefallen, dass er das ja nur noch einmal durchläuft, also müssen wir wiederholt fortlaufen sagen. Und dann sollte das so aussehen. Hier kommen dann immer nach 0,6 Sekunden neue Ballons und die müssen wir dann fangen, beziehungsweise darauf müssen wir klicken. Und genau jetzt kommen wir dazu. Jetzt machen wir das Fadenkreuz. So, fangen wir an. Also das hier werden wir erstmal Fadenkreuz nennen. Fadenkreuz wird dann am Anfang immer bei Mauszeiger sein. Also falls das hier angeklickt wird, wird er erstmal zur vordersten Ebene gehen, denn es kann sein, dass dann das Fadenkreuz hinter dem Ballon ist, was eher unpraktisch ist. Also gehe zur vordersten Ebene, plus er soll ja immer bei den Mauszeiger sein, also wiederhole fortlaufen und dann gehe zum Mauszeiger. So, jetzt gibt es nochmal ein Skript, was direkt am Anfang beginnt, denn es soll wieder ganze Zeit weitergehen, bis das Spiel stoppt. Und jetzt kommt wieder eine If-Abfrage vom Pause-Button. Pause ist gleich False. Dann machen wir das hier mal weg. Machen wir das rein. Und dann sagen wir, falls Maustaste gedrückt wird, wird ein Sound abgespielt. Einfach nur zur Verbesserung des Spiels. Jetzt müssen wir einen Klang hinzufügen. Und den werden wir hier in der Bibliothek finden. Und es ist ja so ein Schussgeräusch, also würde ich mal Pew sagen. Perfekt. Das werden wir hier wegmachen. Dann sage ich, spiele Klang. Pew. Und jetzt wird überprüft, ob er die Ballons berührt, während er die Maustaste gedrückt hält. Falls hier Ballon 1 berührt wird, dann wird er den Treffer auf 1 setzen, weil wir haben ja schon beim Ballon gesagt, was bei Treffer ist gleich 1 passiert. Dann machen wir hier setze Treffer ist gleich 1 und dann warten wir, bis die Maustaste nicht mehr gedrückt wird. Das machen wir, denn es kann sein, dass Scratch vielleicht einen Mausklick irgendwie mehrfach zählt und dann wird das Spiel mehr oder weniger kaputt. Also sagen wir hier, warte bis nicht Maustaste gedrückt. Das werden wir einmal duplizieren, einmal hier reinmachen und das andere einmal außerhalb. Und nach dem allen sollte das ungefähr so aussehen. Ich mache mal kurz den Sound aus, damit ich auch ganz normal reden kann. Also es ist so, dass die Ballons dann verschwinden, wenn ich sie berühre. Und auch wenn ich sie nicht berühre, wird halt der Sound abgespielt und ich verfehle sie halt. Jetzt werden wir noch das Spiel verschönern. Als allererstes werden wir einen Score einfügen. Deshalb gehen wir hier auf Variablen und machen Score rein. Jetzt werden wir bei Balloon reinmachen, weil wir hier schon zwei Variablen initialisiert haben am Anfang. Also sagen wir hier, setze Score auf 0 und dann Fadenkreuz, setze Score auf 1, weil wir ja hier dann den Ballon treffen. Dann würde ich sagen, wir werden Treffer rausmachen, Pause werden wir auch rausmachen. Dann müssen wir Geschwindigkeit rechtsklicken und auf Schieberegler machen. Das machen wir hier runter und dann sieht das so aus. Den Score werden wir auch rechtsklicken und auf Großanzeige machen und hier hochstellen. Aber das Spiel sieht jetzt noch so einfarbig aus, deshalb machen wir nochmal einen Hintergrund und suchen uns ein gutes aus. Also ich würde sagen, Slopes sieht ganz gut aus. Und dann haben wir unser fertiges Spiel und das können wir jetzt auch einfach mal testen. So, hier sehen wir, das Spiel hat gestoppt, nichts passiert mehr, es wird nichts mehr gespawnt,
Plus die Ballons gehen hier auch nicht mehr hoch. Ich gehe hier wieder drauf und alles funktioniert normal. Hier kann ich auch die Geschwindigkeit jetzt einstellen. Und da sehen wir, die Ballons gehen sehr schnell hoch. Aber ich bin nicht so schnell, deshalb muss ich das ein bisschen kleiner machen. Das war jetzt das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne ein Like und ein Abo. Das könnt ihr gerne eurem Freund schicken, falls er das mal unbedingt testen soll. Und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.